Hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean. Und heute, tontechnisch gesehen, rauscht es noch mehr als sonst. Leider, leider, weil es ist super, super kalt hier. Ich habe mir gerade meine Bupsel, mein Heizöfchen angemacht, weil ich sonst vor Kälte erfriere. Und das möchte ich nicht, nachdem ich, ihr wisst es, ihr habt es ja miterlebt, so lange erkältet war. Ich genieße gerade meine Gesundheit. Und ich möchte, dass das auch noch ein bisschen so bleibt. Und bevor ich mich jetzt erkälte, mache ich das Heizöfchen an. Dadurch habt ihr ein bisschen Rauschen im Hintergrund vermutlich, ein bisschen mehr als sonst sogar. Aber auch da arbeite ich an einer Lösung in der Zukunft. Mal schauen, wenn ich mein Studio hier renoviere und oder umziehen werde, dann wird das tontechnisch gesehen ein bisschen gepimpt, sagen wir es mal so. Aber das ist noch Zukunftsmusik, ich möchte nicht zu viel spoilern. Und wir gehen jetzt erstmal ins Solo-Abenteuer, da waren wir stehen geblieben, Gräber des Grauens. Und das müsste jetzt die fünfte Episode sein. Wahnsinn, Murlocs! La Fama, die Plagen von Uldum entfesselt und nur wir können ihn aufhalten. Forscher, versammelt euch! So, wir waren ja mit Kapitel 1 soweit durch. Das müssen wir untersuchen. Mit dem Reno geschafft und Kapitel 2. Jeder, der durch diese Wüste gewandert ist, wurde verrückt. Ich denke, sie ist der Ursprung der zweiten Plage. Kapitel 2, die sengenden Dünen, die habe ich noch nicht geschafft. Und die werde ich jetzt nochmal mit dem Reno Jackson probieren. Ah, richtig schön. Heute ist übrigens Sonntag, für die, die es interessiert. Sonntag, den 22.09.2019. Wir haben 11.30 Uhr. Also, ja, für manche ist das Morgen, für manche ist das Mittag. 11.30 Uhr halt. Eure Heldenfähigkeit wird zu entdeckt einen Schatz, wenn ihr in diesem Spiel 6 Geheimnisse... Boah, das ist natürlich auch fett, ne? Was haben wir hier nochmal? Stehlt eine Handkarte des Gegners, nachdem ihr... Ja, das finde ich einfach zu OP. Also das möchte ich auf jeden Fall haben. Heldenfähigkeit, euer nächster Zauber in diesem Zug hat plus 2 Zauberschaden. Heldenfähigkeit, feuert 2 Geschosse ab, die je einen Schaden verursachen, wird wiederholt, falls ein Diener stirbt. Okay, das nehme ich. Zaubernovize, Zaubersucher, geheime Fallen. Was sind geheime Fallen? Also, ja. Was haben wir hier? Zaubersucher. Was haben wir hier? Zaubernovize. Ja. Ich glaube, ich nehme Zaubernovize. Komm, keine allzu großen Experimente. Ich hoffe, dass die Schätze, die Belohnungen diesmal richtig nice ausfallen werden. Reno? Reno? Wasserschleppende Murlocs. Wasserschleppende Murlocs. Ja, die beste Karte habe ich schon auf der Hand. Ah, es macht richtig Spaß. Also das Solo-Abenteuer hier macht richtig Spaß. Aber generell bin ich ein großer Freund von den Solo-Abenteuern. Mir macht das immer sehr viel Spaß. Oh, das war ja mal Fail. Also ich dachte, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr hoch, dass den trifft und dann sogar noch zweimal Face trifft, aber dem war wohl nicht so. Soll ich es nochmal riskieren? Aber dann bin ich tot, wenn es nicht klappt, egal. Ja, das war ja mal... Das war ja mal nice, ne? RNG ist dein Freund. Oder auch nicht. Dann nehme ich doch mal einen Schluck Kaffee, Guys.
Mega Katastrophe. Ja klar, ich hätte auch die Waffe spielen können, weiß ich alles. Aber da war ja mal. Da war ja mal gar nichts, ne? Boah, da war ja mal gar nichts. Ja, Meucheln. Die Ruhrpower. Wird wiederholt. Wird wiederholt. Ja, warum nicht gleich so? Warum nicht gleich so? So habe ich mir das doch eher vorgestellt. Boah, war das knapp, Guys! Ey, das war so eine Runde, ne? Ich habe mich schon mental darauf eingestellt, neu starten zu müssen. Wirklich. Passiv euer Gegner muss die ersten zwei Züge passen. Habe ich schon mal ausprobiert. Fand ich jetzt nicht so. Passiv. Nachdem ihr einen Diener ausgespielt habt, mischt ihr zwei Kopien in euer Deck. Ja, das hatte ich auch schon ausprobiert. War aber nicht so. Jetzt kann man natürlich sagen, ich bin noch ganz am Anfang. Da kann ich die coolen Diener nehmen. Aber nee. Passiv. Wirtshäuser sind aufgewertet. Das habe ich noch nie gehabt. Stammgastbonus. Das nehme ich mal. Starke Diener. Eier. Oder hier entdecken. Oder Zauberfreunde. Ja, komm, ich nehme die starken Diener. Was soll es? Wow. Skarik. Heldenfähigkeit verringert die Kosten von Wildtieren auf eurer Hand um 1. Boah, den hatte ich auch noch nicht, den Gegner. Wird interessant. Die Reno Hero Power ist auf jeden Fall mega nice, habt ihr gesehen. Kann alles ändern. Kann aber auch euch das Game kosten. Und beides haben wir in dem ersten Ding schon gesehen. Also schon wohl überlegt, ob man den RNG, ob man das risken soll oder nicht. Also die Hero Power hier, die ist schon sehr game-changing in beide Richtungen, würde ich sagen. Das will ich auch! Bums. Also, ganz ehrlich, das Motto dieser Show hier, die sengenden Dünen, ne, dass die nochmal so angreifen oder so, bin ich ganz ehrlich, habe ich nicht hundertprozentig gerafft, wie das System funktioniert. Boah, die Hero Power ist schon nice, ne? Wenn die einen down macht, dann noch zweimal losschießt, das ist schon nice. Da kann man ja gar nichts gegen sorgen. So. Was machen Sachen? Wir machen so und so. Aber ich liebe Zauber. Aber ich liebe Zauber. Feuer frei! Bang, bang! Mano! Nicht cool. So, und jetzt. Und nochmal. Und nochmal. Und GG. Boom. Calculated. Kalkulatet! Wählt eure Beute mit Vergnügen. So, Zauberschaden. Achso, nee, Mechs. Dann haben wir hier Zauberfreunde. Das ist natürlich auch super nice. Oder Zauberschaden. Ich glaube, ich nehme die Zauberfreunde. Zauberfreunde sind nice. Okay. Krokodil. Krokodil ist der nächste, Guys. Sieht man eigentlich meine Flasche hier im Bild? Okay, hier ist der Punkt, ne? Wir werden reich
sein. Ah ja, hier ist der Punkt. Alles klar. Blutbiss. Ah ja. Edwin Van Cleef. Ich hätte gerne, dass die Waffe immer auf meiner Hand startet. Wie wär's denn damit? Ja, entdeck eine Waffe, ne, ja, kann man machen. Eine gute Wahl. Ja. Ah, das wollte ich eigentlich mit dem auch kombinieren, aber ist egal, komm. Ich verstehe nicht, warum die mal ins Face hauen und mal traden am Ende des Zuges. Also, das muss ich mir, glaube ich, nochmal durchlesen. Wenn es daran scheitert, dass ich das nicht so richtig gerafft habe, wäre halt schade, ne? So. Wum, wum, wum. Wum, wum. Wum. Ist ein steiniger. Das stimmt. Kann ich bestätigen. Oh, Moment, machen wir erstmal so. 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 So und so. Calculated. Ja, hättet ihr nicht gedacht von mir, ne? Ja. Buch der Toten. Fügt allen Feinden 7 Schaden zu. Kostet ein weniger für jeden Diener, der in diesem Spiel gestorben ist. Ja, ist jetzt nicht so spektakulär, ne? Die Kerze ist schon nicer. Buch der Toten ist so allen 7 einmal Bums. Okay. Wie ein Flamestrike im Prinzip, nur für weniger. Ortungsgerät. Spiel beginnen. Zieht diese Karte. Zieht 4 Karten, die jeweils 2, 3, 4 und 5 kosten aus eurem Deck. Wow. Das scheint mir krass zu sein. Aegis des Todes. Euer Held ist immun. Verliert in jedem Zug ein Hyperkite. Hä? Ist einfach immun, oder was? Todesröcheln fügt eurem Helden... Ah, das ist der Haken. Fügt eurem Helden 100 Schaden zu. Ja. Das ist eine richtige All-In-Karte. Also im Prinzip, man ist 10 Züge lang immun. Aber wenn die Waffe kaputt geht, ist man sofort tot. Verlockend, verlockend. Also, wenn man sowieso gerade stirbt, zieht man die Waffe an und hat einfach 10 Züge free. Ne? Das ist natürlich richtig, richtig krass. Richtig krass. Aber wenn der Gegner dann was spielt... Zerstört die Waffe wie eben der andere mit dem Schlick, dann bist du halt sofort down. Ne? Also das kann auch extrem mies sein. Und die Waffe früh zu spielen, halte ich für einen Riesenfehler. Boah, das ist schwer. Muss ich ganz ehrlich sagen, normalerweise überlege ich nicht so lange bei einem Schatz. Aber das ist schwer, weil diese Waffe hier ist mega verlockend. 10 Züge immun, aber sofort tot, wenn die Waffe kaputt geht. Oder man nimmt das Ortungsgerät. Man hat das Ortungsgerät immer auf der Hand und kann immer 4 Karten ziehen aus dem Dings. Ist auch nice. 2, 3, 4 und 5 kostet. Das heißt 2, 3, 4 und noch eine 5-Mana-Karte. Die zieht man dann einfach. Ist doch mega nice.
kann mich nie entscheiden. Andererseits ist die Frage, wenn man eh verliert, bringt einem das was, wenn man die Waffe anzieht? Ja, schon, ne? Komm, ich nehme einfach mal die Waffe. All in. All in, guys. Starke Diener. Bums. Ich nehme starke Diener. Aha, ein kleines Wirtshaus. Hier kann ich Helfer rekrutieren. Wirtshaus, und wir haben hier den Passiv-Wirtshäuser werden aufgewertet. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, was da passiert. Richtig viel Neues gesehen in der Episode hier. Krass. Ist das für eine Raststätte? Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana. Oh, wow. Okay. Oh, boy. Ich werd verrückt. Da riecht ja Schweißausbrüche. Da muss ich ja den Ofen ausmachen. Alter. Das ist ja krass. Seht ihr das? Ja, ihr seht das. War eine doofe Frage, aber ich bin gerade überwältigt. Boah, da lasse ich mir richtig viel Zeit. Das koste ich jetzt richtig aus. Was haben wir denn hier für Karten erstmal? Fügt alle feindlichen Diener in euer Deck hinzu. Die kosten eins weniger. Ist ja schon mal nicht schlecht. Entfernt alle befreundeten Diener aus eurem Deck. Nee, das wäre doof. Wählt einen befreundeten Diener. Er startet immer auf eurer Hand. Irgendwann gehen wir zurück nach Dalaran. Ja, ja. Ich will die Emotes ausmachen. Wählt einen befreundeten Diener. Er erhält +4/+4, aber kostet 2 mehr. Wählt eine neue Heldenfähigkeit. Ist nicht schlecht, aber was für eine Heldenfähigkeit? Nee. Wählt einen befreundeten Diener, fügt 3 Kopien davon ins Deck hinzu. Wäre nicht schlecht auf den. Dann habe ich noch mehr von denen. Das wäre schon nicht schlecht. Also da, volles Haus, ist schon mal nice. Und wir haben 6 Mana, ne? Wir können ausgeben ohne Ende. Entdeckt eine Waffe einer zufälligen... Oh, ich kann so nicht lesen. Entdeckt eine Waffe einer zufälligen Klasse, fügt sie... So, +2, +2. Ja, nee, Waffen habe ich genug. Verringert die Kosten der Karten in eurem Deck um 1. Das kommt auf jeden Fall. Das ist so verrückt. Das könnte hinhauen. Zufälligen Karte auf 0 finde ich auch nicht schlecht. Also die beiden sind auf jeden Fall im Rennen. Kommt auf jeden Fall. Wählt einen befreundeten Diener, fügt 3 Kopien hinzu. Machen wir auf jeden Fall auf den. Tja, man kann nie zu viel der Guten haben. Genau, das stimmt. Der wäre auch noch gut im Rennen gewesen, aber besser den. Weil wenn Yark Sharash hier die ganzen anderen rausholt, dann kann er lieber noch mehr von sich selbst rausholen. Entdeckt eine Waffe will ich nicht, will ich auch nicht. Wählt einen befreundeten Diener, +4/+4. Auch nicht schlecht, aber auf wen ist die Frage, ne? Du warst schon schlimmer dran. Wählt einen befreundeten Diener, er startet immer auf der Hand. Entfernt alle, ne, auf keinen Fall. Fügt alle feindlichen Diener eurem Deck hinzu. Sie kosten 1 weniger. Finde ich schon mal nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich. Weil die kosten ja jetzt schon mal 1 weniger. Ne? Und wenn ich dann... Genau, ich mach das auf das Buch. Buff das Buch. Ne, warte mal, habe ich dafür genug Mana? Buffen, auf der Hand starten für das Buch beides. Dann habe ich noch 2 Mana übrig für verringert die Kosten. Ja, doch, das geht auf. Ja. +4/+4. Das glaube ich nicht mal selbst. Und der startet immer auf der Hand. Ich auch gerne auf meiner Seite. Und... verringert die Kosten der Karten in eurem Deck um 1. Wenn das natürlich stackt mit denen, die ich gerade da reingeschaufelt habe, die schon 1 weniger kosten, das war eher mein Hintergedanke. Wow. Wow, was für ein Wirtshaus. Also Leute, ich kann nur sagen, hier, Passiv-Wirtshäuser sind aufgewertet, ist schon krass.
Ist schon krass. Yaksharaj hier. 1, 2, 3, 4, 5 Mal für 9 Mana. Sämtliche Karten kosten 0. Auch die OP-Waffe. Das kostet alles 1. Babbelndes Buch kostet 2. Ja, das hat funktioniert. Kostet 2 und hat die Werte 5, 5. Was sagt ihr jetzt? Wen habe ich denn vom Gegner? Den hier zum Beispiel, der kostet 4. Das habe ich vom Gegner, kostet 4. Was kostet der normal? Weiß ich gar nicht. Der kostet 3. Der kostet, glaube ich, normal 5, ne? Dann hätte das ja funktioniert. Mit kostet 2 weniger insgesamt. Isera kostet normalerweise 9, wenn ich mich nicht irre. Jetzt kostet der 7. Sneeds Old Shredder für 6. Maligos für 8. Antonidas für 6. Ja, das läuft doch. Das ist doch schön. So. So kann es doch weitergehen. Reno gegen eine verdächtige Palme. Ja, und das OP-Buch immer auf der Hand. Auch sehr nice. Ja, ich behalte es mal so. Ja gut, den habe ich ja jetzt auch dabei, ne? Aber ist nicht schlimm. Er hat zwei Bäume auf der Hand, hat er als Zero Power. Ihr seid auf dem Holz. Aber no matter what, ich mache erstmal das babbelnde Buch bei 2. Dann bin ich eh weit vorne. Und dann mache ich nochmal ein Meucheln hier drauf. Und Abfahrt. Allein schon die Kombo, ne? Das Buch zu buffen und auf der Starthand zu haben, ist schon cool. Kann man nichts gegen sagen. Und das gibt jetzt eine richtig nice Hero Power, das sehe ich schon. Bum bum, wird wiederholt, bum bum, wird wiederholt und wird, glaube ich, nochmal wiederholt, oder? Ne. Okay, und die Waffe. Nehme ich ihm was weg. Jo. Und das Buch greift an und das Buch greift nochmal an. Also wenn das nicht OP ist, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann weiß ich es auch nicht mehr, Guys. Okay, wir machen jetzt erstmal hier Dinger. Ja, komm, machen wir so. Und pokern mit der Hero Power. Jawohl, das habe ich gewollt. Sehr schön. Dann ist nämlich jetzt schon GG. Boah, ist das krass, ey. Schön. So. Entdecken. Hält ein Diener mit 3 Schatten in euer Deck, die beim Ziehen eine Kopie, okay. Alonett. Große Zauber. Ich glaube, da nehme ich Entdecken. Fügt den Dienern in der Mitte ein Schaden. Interessant. Finde ich cool, finde ich mega cool. Mega nice. Jemand sollte was tun gegen dieses U-Boot. Ich habe die Kontrolle verloren. Aus der Bahn. Wir haben die Kontrolle verloren. Ich zieh meinen Hut vor. Hört ihr mir überhaupt zu? Ihr müsst auf den Weg. Auf die Legion, die ich befehlige. Cthun! Nicht anfassen! Rennt einfach weg! An der Stelle... Kaputt, auf den Weg. Wenn ihr Lust und Zeit habt... Boah. Ihr habt tatsächlich auf mich gehört! Schaut euch doch mein Best of Cthun Video an. Ist eigentlich nichts so Besonderes, aber wenn ihr sowas häufiger sehen wollt, dann schneide ich natürlich auch hin und wieder mal. Ich kann das Mana schminken.
macht das nochmal? Ich kann das Mana schmecken. Auch calculated. Okay. Ach komm schon. War schon schön gewesen, ne? Sehr gut. Ist mir egal, was Elise sagt. Den Riesenring greife ich mir definitiv. Boah, wenn ich jetzt natürlich noch 3 Secrets hier reinhaue, dann ist mein Early Game einfach mal so krass, dass ich nicht weiß, ob der Gegner sich überhaupt davon erholt. Andererseits... Die Diener haben plus ein Leben und Spott habe ich bisher immer gewählt, weil ich das einfach voll krass finde. Aber auch eure Diener, die 5 oder mehr kosten, kosten 5. Wow. Würden die alle 5 kosten? Wäre schon nice, ne? Eigentlich. Aber egal, ich nehme das hier. Plus 1 und Spott ist eine gute Sache. Trotz allem, aber das waren 3 gute Schätze, also da hätte man auch alles wählen können, glaube ich. Ja, starke Diener, komm. Was soll es denn? Aha, ein kleines Wirtshaus. Hier kann ich Helfer rekrutieren. Ein Wirtshaus mit Bonus. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das wird wieder so krass, glaube ich. Ist das eine Raststätte? Ich hoffe, das ist keine Fata Morgana. Taschen, freut mich, dass ich in harten Zeiten helfen kann. Boah, 7 Mana, ey. Krass, ey. Was haben wir hier? Isera. Imperator, Hogger. Tockwoggle. Hammerhart, okay. Wählt einen feindlichen Diener. Fügt ihnen euer Deck hinzu, ja. Entfernt alle Befreundeten, nein. Entdeckt einen Legendär, finde ich auch nicht so krass. Entfernt alle Karten, die 2 oder weniger kosten aus eurem Deck. Nee, auf keinen Fall. Wählt einen befreundeten Diener. Ja, das können wir wieder machen, theoretisch. Wählt einen befreundeten Diener, er startet immer auf eurer Hand. Ja, welcher denn? Nee, macht keinen Sinn. Wählt einen befreundeten Diener, fügt 3 neue Kopien hinzu. Das können wir wieder machen, finde ich. Erhaltet 4 Mana-Kristalle. Zurück nach Dalaran. Erhaltet 4 Mana-Kristalle und zieht 2 zusätzliche Karten für den nächsten Boss. Hä? Für den nächsten Boss. Ach so.
Das ist dann ein Bonus, den man nur einmal hat. Das ist so verrückt. Das könnte hinhauen. Ich weiß nicht. Wählt aus 4 Zaubern in eurem Deck einen aus und verringert seine Kosten in diesem Beutezug um 3. Das ist doch schon mal nicht so schlecht. Ich glaube, das mache ich mal. Verringert um 3. Ja, macht bei dem am meisten Sinn. Ja, leider finde ich diese Karten hier nicht so gut. Leider, leider. Wählt einen befreundeten Diener, fügt 3 Kopien davon hinzu, nehme ich nochmal den. Macht schon Sinn. Er startet immer auf eurer Hand. Nee, wählt einen befreundeten Diener, erhält +4/+4, kostet 2 mehr. Sneeds vielleicht. Kostet ein vielleicht weniger, kostet ein weniger. Und dann kostet er wieder 2 mehr. Ich weiß nicht. Echt schwer. Du warst schon schlimmer dran, Reno. Ja, Lakaien habe ich ja gar nicht in meinem Deck, deswegen macht der keinen Sinn. Und der macht eigentlich auch nicht so Sinn, weil ich eigentlich nichts mische. Imperator vielleicht. Kann ich auch den Imperator buffen? Du warst schon schlimmer dran, Reno. Einen befreundeten Diener? Gib mir ein Ziel. Schade. Sonst hätte ich den erst gebufft und dann in mein Deck. Ja, entdeckt einen legendären Diener. Expertenunterstützung, hm? Ihr habt Stil. Fügt auch benachbarten Dienern Schaden zu, das nehme ich mal. Ja, ich buff jetzt einfach mal den Sneeds hier hoch. Das Leben schreibt wirklich die besten Geschichten, was? Weil dann kostet er wieder 8 wie ursprünglich, aber hat halt höhere Werte, also war auch nicht übel. Feindlichen Diener wählen, ja, wen will ich denn wählen? Isera. Das ist so verrückt, das könnte hinhauen. Ja, ich nehme jetzt mal Isera. Ja, und der Rest macht eigentlich keinen Sinn, aber ich nehme jetzt mal das T-Kränzchen. Erhaltet 4 Mana-Kristalle und zieht 2 zusätzliche Karten nur für den nächsten Boss. Das bringt halt im Prinzip nichts, aber... Na gut, dann wird der nächste Boss ein bisschen einfacher. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt. Wobei ich halt meistens bei dem letzten scheiter, deswegen denke ich, den schaffe ich auch so, aber egal. War halt jetzt nicht so berauschend. Reno gegen eine Oase. Irgendwas stinkt an der Sache. Es stinkt nach was, das nicht existiert. Also da hätte mir ehrlich gesagt, die Wirtshausrunde besser gefallen, die ich davor hatte. Oh, jetzt habe ich mehr Mana-Kristalle und mehr Karten auf der Hand. Durch den Effekt, den man hier gar nicht angezeigt bekommt. Aber nicht schlimm. Fabelndes Buch. Direkt mal hier Waffe. Und direkt was von der Starthand klaue. Ja, und Hero Power. Was soll der Geiz? Die Sonnen, wenn sie ausspielen müssen, müssen sie die Karte abwerfen. Was? Wenn er sie ausspielt, muss er eine zufällige Karte abwerfen? Nö, das möchte ich nicht.
Ja. Du warst schon schlimmer. Welch unfassbare Macht! Ja, ne? Ja. Ich will mich so zu. Eure schlimmsten Albträume werden wahr. Ups. Ups, yeah, my kaboom. Wow. Schon BM-mäßig mit Absicht mistlieselt. Es wird sofort bestraft. Naja, egal. Win is win. Easy. Ja, mit dem Teekränzchen war das natürlich jetzt echt easy, ne? Ja, starke Diener, brauche ich gar nicht lange überlegen. Nur die kosten jetzt mehr, ne? Ja, genau. Jetzt habe ich nämlich 4x für 10 den Jagdgarage und 5x für 9. Alter, das ist ein Bild hier. 2x den für 10. Einmal Isera für 9, einmal für 7. Ey, boah, Alter. Was für ein Deck. Was für ein Deck. Reno gegen den Koloss. Vor allem, ich habe noch nie einen auf dem Board gehabt, ne? Ich habe immer vorher schon gewonnen. Wir werden reich sein. War schon krass. Und die Welt retten. Ich werde euch richten, diebe Schabon. Ja, gucken wir mal, ne? Ganz ruhig. Ruhig. Schaut auf die Legionen, die ich befehle. Boah, 47 Karten, ey. Ja, der bringt jetzt mal original nix, deswegen spiele ich den noch nicht. Hat der? Diebstahl ist inakzeptabel. Allen Verletzten? Eure Fehler sind eure Stärke. Okay. Aber ich liebe Zauber. Ihr wollt ein Zauberbogen? Easy. Stellt euch euren Urteil. Ja, hau raus, Kollege. Kein Problem. Ah ja, mittlerweile habe ich es glaube ich auch gerafft, wie das funktioniert. Ich glaube der Diener, der ganz rechts ist, greift halt immer random am Ende des Zuges einen Feind an. Auch ganz interessant eigentlich. Hm.
Ah, es hat doch gut geklappt. Schande. Wird niemals enden. Wird niemals enden. Okay. Kamenschrei fügt allen anderen, wenn ihr im letzten Zug im Element habt. Boah, das heißt, ich muss jetzt den spielen, damit ich danach im Zug den spielen kann, oder? Das wäre doch ganz cool. Das heißt, ich müsste für den, damit der Value bringt, ein paar Zauber ballern. Du warst schon schlimmer dran. Eins. Zwei. Wenn ich das spiele, kann ich den nicht mehr spielen. Ja, egal. Egal! Und Zauberformerin, komm. Schön! Ist es nicht schön? Das hat doch voll gut geklappt. Eure schlimmsten Albträume werden wahr. So, jetzt kann ich hier, fügt allen anderen Dienern, na gut, da baller ich mein eigenes Board weg. Ich habe ja gehofft, der spielt noch ein bisschen mehr. Das ist so verrückt, das könnte hinhauen. Welch unfassbare Macht! Ja, der weniger Angriff hat als dieser, fügt feindlichen Helden nur Schaden zu. So viel Drachen auf die Hand. Ja, der ist ja sowieso tot, kann ich mal sagen. Spielt keine Rolle, glaube ich. Hier ist es so gruselig. Cool, cool, cool. Oh! Der Weg zum Irrsinn ist ein steiniger. Wir werfen für Meister. It's a hard day. Nur noch 38 Leben, obwohl eigentlich auch mal. Das ist eigentlich ganz gut. Ne? Eure Sorge war begründet. Ja, ja, das befürchte ich auch gerade. Soll ich den Hammett spielen? Ja, ich glaube schon, damit der nur noch Dicke rausholt, ne? Ah, ich glaube, das war gut, weil dann holt der Yark Sharash nur noch dicke Sachen raus. Und nicht dann doch irgendwie ein Two-Drop. Alter! Das ist echt uncool, Mann. Oh Gott! Hol den nächsten raus davon. Ich hab so viele. Ja. Ja, Junge. Das könnte mich gerettet haben. Oh. Alter. Gott, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich spiele einfach den und drück fertig. Weil dann hole ich drei weitere raus. Wenn ich die beiden jetzt reintrade, dann habe ich nur einen. Das ist nicht so gut, glaube ich. Dann mach's mal so. Dickeres Board, guys. Ja, Mann. Do it. Just do it. Ja, Mann. So ist gut. So ist gut. Ah, danke schön. Still.
nice. Richtig nice. Ja, und den nächsten, ne? Würde ich mal so sagen. Boah, ey, der war echt härter als gedacht. Muss ich echt sagen. Meine Klinge ist durstig. War am Anfang so super easy, aber hier mit denen am Ende des Zuges und der 10-10er mit Gottesschild, der hätte mich fast das Game gekostet. Ja, der hätte mich fast das Game gekostet. Krass, krass, krass. Aber da kam der Hammett. Der gute, alte Hammett. Wo ist er denn? Kostet 6, ne? Ich hab den Hammett gar nicht im Deck, ne? Der kam von dem, vom Prinzen. Spielbeginn. Zieht diese Karte, wünscht euch die perfekte Karte. Ist schon mal nice mit der Lampe. Ruft drei Schlangen 1-1 mit Eifergiftig und Wiederkehr herbei. Oh, auch nicht übel. Gnombombe. Verursacht 10 Schaden, fügt außerdem dem Plagenfürst 10 Schaden zu, wenn ihr gegen ihn kämpft. Boah, es ist schwer. Alle drei Sachen gefallen mir. Auch alle drei Sachen gefallen mir ungefähr gleich gut. Ich denke, weil ich aber so wenig Zauber habe und so weiter, ich nehme jetzt mal, also so wenig Remove-Sachen, nehme ich mal Eifergiftig Wiederkehr. Todesröscheln. Oder entdecken oder Zauberfreunde. Entdecken. Der letzte. Plagenfürst. Heldenfähigkeit. Rotiert alle Diener gegen den Uhrzeigersinn. Diener, die die Seite wechseln, erhalten +1/+1. Oh, Baby. Oh Baby, das gefällt mir gar nicht. Gerade mit meinen dicken Dingern hier, das gefällt mir gar nicht, dass das rotiert. Boah, ich glaube, das könnte hart werden. Das könnte richtig hart werden. Gegen den Uhrzeigersinn. So rum ist Uhrzeigersinn. So rum. Lasst ihr euch ein weiteres Mal hintergehen? So rum ist gegen den Uhrzeigersinn. Oh, das ist natürlich nice auf der Starthand, ne? Da will ich ja gar nichts sagen. Schaut auf die Legionen, die ich befehlige. Elise, das Ding ist ein Berg! Wie sollen wir den klein kriegen? Bleibt konzentriert. Er regeneriert sich nicht. Also verursacht möglichst viel Schaden und später erledigen wir ihn. Ja. Okay. 50 Karten im Deck. Gegner hat 25, also Fatigue Game wird eher cool für uns. Warum spielt er nichts? Der Albtraum raubt euch den Verstand. Ja, das ist wohl wahr. So, babbelndes Buch. Die Frage ist, holt er sich den dann rüber? Boah, dann weine ich hart, ne? Boah, dann weine ich richtig hart. Gott. Ach du meine Güte. Gegen den Uhrzeigersinn. Warte mal. Uhrzeigersinn gegen den Uhrzeigersinn. Also kriege ich den Müll hier oder was? Und er behält jetzt für immer meinen krassen.
Kann sein, ne? Na gut, wenigstens stirbt das Ding jetzt. Zerstört drei Mana-Kristalle. Buff die alle hoch. Krasser Bass, ey. Okay. Wenn ich jetzt nichts spiele, kriege ich dann den? Nö, dann drückt er einfach seine Hero Power nicht, ne? Was ein Ärgernis. Befreit euren Verstand von seinen Fesseln. Ein Ärgernis. Ah, es ist schon hart, ne? Das muss man wirklich sagen. In der neuen Realität. Na, dann tausche er einfach und. Schlimmsten Albträume werden. Ach komm! Komm! Warum nicht? Ah! Ah, das hätte ich ja ruhig mal. Hä? Tauscht er doch für mich? Das ist natürlich cool. 6. Ich mache auf jeden Fall den Spell, komm. Das ist meine Chance hier. Hört ihr seinen Ruf? Niemand verpfeifen! Ha, 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 ha. Ja, Junge. Ja, Junge. Jetzt geht's ab. Warte mal, gegen den Uhrzeigersinn. Ich muss immer wieder überlegen. Was so rumdreht. Dann kriegt er den. Da muss ich rechts daneben was Kleines stellen, ne? Oder? Das ist so verrückt. Mein Traum beginnt. Euer Albtraum beginnt. Tauscht ihn gegen den anderen Diener aus dem Deck. Ja! Ja, Mann! Das ist doch nice. Dann kriegt er den. Wenn ich mich nicht irre. Oder halt das, was da rauskommt, ne? Ja, okay. Mhm. Ja, okay. Er kriegt immer den, der rechts ist. Das muss ich mir merken. Immer den, der rechts ist. Er kriegt den, der rechts ist. Und greift auch der an der rechts. Huhuhu! Oh, Baby! Das ist natürlich nice. All in. Oh. Oh, ja. Boah, mind blowing, ey. Ups, ja, mein Verbus. Nein! Ein giftiger. Okay. Ich mach erstmal. Aha! Und dann mache ich nochmal. Aha, oder? Dann mach ich erstmal Hero Power. Ich weiß es nicht! Warte mal. Feuerball auf den und hier. Nee, dann kann ich keine Hero Power machen. Nee, ich muss. Ich mach so. Oder mach ich Hero Power? Komm, 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 komm. Ja. Ja. Here we go. Guckt euch das an. Easy peasy. Ja, den kleinen kannst du haben. Hol ihn dir. Ja. Ist mir völlig Hupe. Ist mir völlig Hupe. So, dann ganz links, würde ich sagen. Welch unfassbare Macht! Zieht eine Karte. Nochmal zieht eine Karte. Alles mein!
der macht da erstmal hier Ende im Gelände, würde ich sagen. Und dann macht der nochmal, aha. Das war super wieder nach Plan gelaufen. Nice. Ich habe keine Zeit für Spielchen. Okay. Naja, das ist natürlich jetzt nicht optimal. Ja, das ist nicht optimal, ne? Das ist klar. Ja, auf jeden Fall steht außer Frage, dass ich das hier spiele. Und wahrscheinlich spiele ich das auch so. Dann ziehe ich erstmal eine Karte. Dann überlege ich einen Feuerball auf den zu machen. Hero Power. Ja! Und den kann er haben. Oder halt das, was rauskommt. Ja, den kleinen kann er haben. Sehr schön. Giftiges Messer. Das, hart. Oh, nice. Okay, dann machen wir das so und so. So, dann holt der mir nochmal einen raus. Der gibt mir nochmal ein Spell. Der macht am Ende des Zuges und den kann er haben. Achso, jetzt hat er eine andere Hero Power. Ja, mein Gott. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Oh, ich sehe Ra wieder. Komm her. Ich schaff den. In einem durch. Das wäre nice, ey. Oh Gott, er hat schon wieder so ein Messer. Zwingt einen Diener mit dem niedrigsten Leben und Nachbarn anzugreifen. Mit dem niedrigsten Leben. Okay. Okay, es geht um Leben. Es geht nicht mehr um rüberholen, ne? Gerade rechtzeitig. Dann spiele ich das so rum. Ist nicht von Bedeutung. Ja, Mann. Genau das. Ach, come on. Okay. Triff, 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 triff! Ja! Oh. Nein! Das war doch mein Win! Das war aber doch! All eure Mitstreiter haben euch schon verraten wollen. Ja, ich muss ja. Leider kann ich nicht mit der Waffe. Da musste ich den Albtraum spielen, damit er den wegtradet oder halt nochmal Damage macht, wie auch immer.
Ja, komm, geh mit der Waffe nochmal drauf. Kassier nochmal 10. Do it, do it, do it. Jawoll. 143. Jetzt muss ich das hier machen. Obwohl, mit Hero Power. Aber dann zieht er so viele Karten, ne? Ah, komm. Egal. Wird wiederholt. Ah, er zieht zu viele Karten. Ja, ich weiß es nicht. Andererseits, dann wäre ich bei vier Leben gewesen. Ja, er hat natürlich das volle Programm genossen. Tot oder lebendig? Schwierig. Sehr schwierig. Nicht ins Face. Ah, doch, ja. Ja, jetzt bin ich tot. Schade. Ah, ich war so zuversichtlich, ne? Komm jetzt, Baum des Lebens für nix. Baum des Lebens für null. Komm schon. Ja gut, dann wäre der Gegner auch voll gewesen. Macht auch keinen Sinn, ne? Wer ruft denn eine Kopie herbei? Oder halt Funkensturm. Nee, ich brauch die Kopie. Kopie. Hero Power. Nochmal ins Face. Oh, war ja. What? Oh my gosh. Was war das für ein Turn? So close. Rhinos Zauberfackel. Verursacht 4 Schaden. Mischt eine Kopie dieser Karte in euer Deck, die 2 Schaden mehr verursacht. Okay. Auf 135 runter, Guys. Boah. Das war echt eine sehr gute Runde. Aber leider hat es nicht ganz zum Sieg gereicht. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und in diesem Sinne, tschüss. Und bis zum nächsten Mal.